Bei Salat denken wir sofort daran, dass dieser gesund und reich an Nährstoffen ist und sich perfekt für eine Abnehmdiät eignet. Doch nicht jeder Salat ist gesund und nicht jeder Salat kann eine Gewichtsreduktion unterstützen. Der Schlüssel liegt zweifellos in den Zutaten, die dafür verwendet werden und auch in der Marinade, mit der man den Salat würzt. Auch die Art des Zubereitens ist wichtig, denn gekochtes Gemüse enthält beispielsweise nicht mehr so viel Nährstoffe wie rohe Zutaten. Es lohnt sich, die Geheimnisse eines gesunden Salates, der das Abnehmen fördern kann, zu kennen. Denn damit kannst du deinen Organismus mit Nährstoffen versorgen und gleichzeitig die Fettverbrennung beschleunigen. Denn Gesundheit und Genuss können gleichzeitig mit einem Gewichtsverlust einhergehen. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Spinat ist ungekocht am gesündesten. Einfach waschen und so wie er ist für den Salat verwenden. Wir empfehlen auch diesen Beitrag, ein Shake aus Honigmelone, Spinat und Trauben gegen müde Muskeln. Bei unserem Rezept für den besten Salat zum Abnehmen ist die rote Beete eine der Hauptzutaten. Damit wird der Organismus gereinigt und gleichzeitig enthält dieses Gemüse wichtige Ballaststoffe. Erdbeeren verzieren häufig köstliche Nachspeisen. Doch auch im Salat schmecken sie ausgezeichnet. Jeder gute Salat, der beim Abnehmen helfen und die Gesundheit pflegen soll, sollte ausreichend Proteine enthalten. Solange du dieses nicht durch fette Soßen ergänzt, wirkt es sättigend, gibt dem Salat einen guten Geschmack und fördert dein Wohlbefinden. Lesetipp: 5 Getränke zum Abnehmen und für ein besseres Immunsystem. Du kannst einfach etwas Mohn über den Salat streuen. Das schmeckt ausgezeichnet und hat verschiedenste Vorteile. Mohn wirkt auch beruhigend. Deshalb sind die kleinen Samen insbesondere am Abend zu empfehlen. Du kannst für die Marinade einen Spritzer Zitronensaft verwenden. Es lohnt sich. Lesetipp: 5 wissenschaftlich geprüfte Nahrungsmittel gegen Fettpölsterchen am Bauch als Krönung dieses leckeren Salates, der dir beim Abnehmen helfen wird. Kannst du Mandeln oder andere Trockenfrüchte dazugeben? Wir empfehlen insbesondere Mandeln, und zwar aus folgenden Gründen, das sind sicher ausreichend Gründe, dass auch du dir diesen leckeren Salat zubereitest. Koste ihn noch heute.